Ihr seid super weit gekommen, ihr habt viel gearbeitet, jede Tanzschule ist für euch überhaupt kein Thema mehr. Ihr könnt überall hingehen mit den Moves, die ihr jetzt schon gelernt habt, mit dem Bounce, den ihr habt, könnt ihr alles lernen, macht euch keinen Kopf. Vielleicht habt ihr Spaß am Lindy Hop, um da weiterzumachen. Wir haben tolle Online-Kurse, kommen wir später zu. Was wir jetzt nochmal machen, ist eine weitere Übung, ein klassischer Jazz-Schritt, der heißt Fall of the Lock. Wie geht das? Das heißt, wir haben, ich zeige Ihnen einmal, wie er von vorne aussieht. Das heißt, Kick, Kick, Kick und Kick. Und es wird immer mehr, man führt es nach hinten. Darum geht es. Was passiert? Man macht eigentlich nur einen Kick zur Seite, wie auf dem linken Fuß, zum Beispiel einen Kick, und setzt den Schritt ab. Hat dann zwei Steps und kommt auf die andere Seite und kommt wieder zurück. Das heißt, wir setzen den Fuß, den Schritt nach hinten. Wir haben Kick, zurück, zurück, vor. Kick, zurück, zurück, vor. Kick, zurück, zurück, vor. Kick, step, step, step. Kick, step, step, step. Kick, step, step, step. Und kick, step, step. Kick. Kick. Und tief. Und tief. Und kick. Bounce, bounce, bounce. Bounce, bounce, bounce. Kick, bounce, bounce, bounce. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und so weiter mit Musik. Ich wünsche euch alles Gute. Bis dahin. Tschüss.